11. Wie du sie erlangst. Es gibt viele Wege zur Erleuchtung. Einige von uns, die in ihrer Ausdehnung einen gewissen Grad von Erleuchtetsein erreicht haben, haben danach die dogmatische Gewissheit eines besonderen Weges gepredigt. Aber der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Und wenn du schon im Paradies nicht darüber nachdenkst, dann mach dir auch jetzt keine Sorgen darüber. Meine Vorschläge haben nur die Absicht, dir zu zeigen, weshalb du es tatsächlich selbst tun musst. Geh von dem aus, was du als wahr kennst und weißt. Meine eigene Einstellung, zu der ich durch ein Übermaß an Arbeit und Zweifel gelangt bin, ist die, dass ich mich mit keinem Weg zufrieden gebe, der es für die meisten Menschen, wie ich sie kenne, schwierig oder es ihnen vielleicht sogar für viele weitere Leben unmöglich macht, sich höher zu entwickeln. Ich selbst muss den Weg wählen, der jedermann zugänglich ist. Wenn ich dahin gelangt bin, sei es mit Hilfe von LSD oder auf anderen Wegen, stelle ich fest, dass ich zurückkehre, um jenen zu helfen, die keine geistigen Esliten sind. Indem ich den Weg beschreite, der allen offen steht, weiß ich, dass diejenigen, die hinter mir zurückgeblieben sind, dies aus ihrem eigenen freien Willen tun, und dass ich nicht nochmals zurückkommen muss. Wie es vollkommene Erleuchtung gibt, so gibt es auch vollkommene Mittel, die Erleuchtung zu erlangen. Einen einfachen Weg, der jedem Wesen im Universum jederzeit zugänglich ist. Liebe ist das vollkommene Hilfsmittel zur Erleuchtung. Sie ist jederzeit für jedes Wesen zugänglich, nichts und niemand hat die Kraft, ihr im Wege zu stehen. Und sobald du dich entschlossen hast, den Weg zu wählen, der allen zugänglich ist, dann hast du's, du bist auf dem Weg, der allen zugänglich ist. Dieses Buch dreht sich um die Hypothese im ersten Abschnitt des ersten Kapitels, aber ich möchte klarstellen, dass ich viele Male tatsächlich in all diesen besprochenen Bewusstseinszuständen gewesen bin. Wie viele andere Menschen auch. Ich rede nicht einfach. Von diesen Zuständen trennt uns nur ein Hauch. Und oft habe ich mich sogar von diesem Konzept lösen müssen, deshalb kann ich mit Überzeugung sagen. Liebe über jede Vernunft hinaus, es ist sicher. Es ist die einzige Sicherheit. Liebe so viel du nur kannst, und wenn du bereit bist, wird dir alles gezeigt werden. Der Geisteszustand, der die Erleuchtung am nötigsten hat, ist derjenige, der die Menschen als der Erleuchtung und Führung bedürftig sieht. Die Sünde, die am meisten geliebt und vergeben werden muss, ist der Geisteszustand, der die Menschenwesen als Sünder sieht. Diejenigen unter uns, die durch eine Betonung des Negativen einen Flash des Raumes erlangen, mögen uns damit zu trösten versuchen, dass wir auf einem Bodhisattva-Trip seien und herunterkämen, um anderen zu helfen, aber dann sollten wir unsere Motive noch kritischer unter die Lupe nehmen. Alle, die anderen erlauben, sie als geistigen Irrer zu behandeln, haben die Verantwortung, sich selbst zu fragen, weshalb betone ich von allen Wahrnehmungen, die mir im Universum zugänglich sind, ausgerechnet die